The Thief in the Temple. Escapism in the pre-apocalyptic era. Hallo und willkommen zu dem Podcast im Schatten. Dies ist eine weitere Folge von Der Dieb im Tempel, Eskapismus in der präapokalyptischen Ära. Hier erwartet dich eine weitere Dosis Weltflucht, Kunst, Misanthropie, Melancholie und Depolarisation im Zeitalter des Homo economicus cretinus. Heute wird es um Film, Musik und Comic gehen, welche allesamt Menschen am Rande der Gesellschaft beschreiben oder Menschen, die aus der Mitte der Gesellschaft an den Rand gedrängt werden. Vielleicht, weil es politisch opportun ist. Dennoch bleibt der eskapistische Anstrich dieses Podcasts halbwegs gewahrt. Es wird also auch um Spannung und Abenteuer gehen. Film Talk. Let's pick a movie apart and geek out about it. Marathon Man ist ein legendärer Film der 70er Jahre und sichtlich ein Paradebeispiel für den raubeinigen Grit-Faktor, der in Hollywood in diesem Jahrzehnt so bedeutsam war. Heute blickt man auf den Film vielleicht mit einer gewissen Nostalgie, doch seinerzeit war der Streifen aus einer ganzen Reihe aus Gründen umstritten, insbesondere wegen den Folterszenen, die damals in 1976 Menschen dazu anhielten, reihenweise den Kinosaal zu verlassen. Freilich, angesichts der heutigen Gewaltorgien in einem durchschnittlichen Actionfilm, ist dies vernachlässigbar. Doch es ist die düstere Aussagekraft des Films, die bis in unsere Gegenwart hallt. Der Film ist durchaus als eine Mahnung zu verstehen. Eine Mahnung, die offensichtlich niemand ernst genommen hat. Ich möchte gewohnt mit dem Vorlesen des Teasers auf der Rückseite der DVD-Box beginnen. Der Marathon Man ist einer der nervenaufreibendsten und außergewöhnlichsten Thriller aller Zeiten. Oscar-Preisträger Dustin Hoffman spielt einen unbedarften jungen Mann, Hochschulabsolvent und Marathonläufer, der unschuldig in ein tödliches Netz aus Intrigen um den Nazi-Flüchtling Christian Sell gerät. Sell hat eine krankhafte Vorliebe für zahnmedizinisches Werkzeug. Eiskalt und ohne jede menschliche Regung nutzt er es als Folterinstrument. Für seine brillante Darstellung des Sadisten Sell wurde Laurence Olivier für den Oscar nominiert. John Schlesingers Verfilmung des gleichnamigen Bestsellers von William Goldman ist ein Filmklassiker mit Starbesetzung und grandiosem Finale, bei dem das Blut in den Adern gefriert. Nicht der beste Teaser, auf der anderen Seite, wenn ich es besser kann, sollte ich es dann auch selbst formulieren, bevor ich rummeckere. Aber ich meide ja Inhaltsangaben, wo ich es nur kann. Vorweg gesagt, die zusätzliche Darstellerin in diesem Film ist die Stadt New York. Sie wird hier präsentiert als ein hitziger Melting Pot der Kulturen und Identitäten. Die Hitze steht hier geradezu direkt als Chiffre für Gewalt. Die Stadt hat hier etwas Wahnsinniges. Und man fragt sich fast, warum es sich so viele Menschen antun, dort derartig zusammengepfercht zu leben. Am Anfang werden wir Zeugen einer seltsamen Begebenheit. Zwei Exilanten, einer offensichtlich Jude, der andere Deutscher, geraten aneinander in einen Zustand, den die Amerikaner gerne als Road Rage bezeichnen. Die beiden alten Knacker treiben sich gegenseitig in Rage und die Sache endet mit einem Unglück und einem brachialen Autounfall. Wir werden später erfahren, dass der tote Deutsche einen berüchtigten Bruder hat. Es ist der ehemalige KZ-Arzt und Nazi-Kriegsverbrecher Christian Sell, der in Uruguay lebt und über seinen Bruder in New York allerlei dunkle Geschäfte abwickelt. Nun ist der gesuchte Massenmörder gezwungen, aus dem Schatten zu treten und in die USA zu reisen, um dort sein Vermögen zu bergen, in Form von hochkarätigen Diamanten. Dustin Hoffman spielt den Studenten Babe Levy, der an seiner Dissertation über amerikanische Geschichte arbeitet und in seiner Freizeit Langstreckenlaufen trainiert. Ein echtes Schattenthema in seinem Leben ist der Selbstmord seines Vaters, zu dem dieser offensichtlich durch die Hexenjagden unter Joseph McCarthy getrieben wurde. Babe Levy hat auch einen Bruder, gespielt von Roy Scheider, der Henry heißt, aber auf den Spitznamen Doc hört.
Die beiden Brüder Babe und Doc haben eine komplizierte Beziehung, da Babe Levy klare sozialistische Tendenzen hat und Doc ist ein erfolgreicher Geschäftsmann in der Ölindustrie. Es überrascht nicht, dass sie beide den Tod ihres Vaters unterschiedlich verarbeiten. Doch schon bald stellt sich heraus, dass Doc nicht wirklich in der Ölbranche arbeitet. Es ist nur eine Fassade, da er Agent einer obskuren Geheimdienstabteilung ist, die von Commander Janeway angeführt wird, gespielt von William Devane. Auf diese Weise wird Babe in ein undurchsichtiges Netz aus Intrigen und Gewalt hineingezogen. Das hier ist also ein Drehbuch, das aus einer Ära stammt, als Drehbücher noch Saft hatten und richtigen Biss. Da ist keine Spur von Algorithmus und KI. Das Skript basiert auf einem Roman von William Goldman, der nur 2 Jahre zuvor erschienen war. Doch Goldman war auch ein berühmter Drehbuchautor und so überrascht es nicht, dass er das Drehbuch zu seinem Roman selbst verfasste, auch wenn es da später allerlei Änderungen gab, die ihm aufgestoßen waren. Der Film hat ein extrem starkes Casting, allen voran Dustin Hoffman, dessen nervöse Intensität perfekt zu dem Hauptprotagonisten Babe passen, der einerseits eine Verbissenheit und Entschlossenheit besitzt, doch zugleich auch extrem verunsichert zu sein scheint über seine Rolle in der Welt. Sein Versuch, den Marathon zu laufen, mutet fast wie eine Flucht an vor etwas Ungeklärtem, doch zugleich demonstriert es seine Besessenheit und seine Bereitschaft, Schmerzen zu überwinden. Das wird später noch wichtig. Manche schmunzeln bei diesem Casting ein wenig, denn Dustin Hoffman war bei den Dreharbeiten knapp 40 Jahre alt und mimt hier einen Hochschulabsolventen, der an seiner Dissertation arbeitet. Er war für diese Rolle einen Tick zu alt, doch ist das nicht unbedingt ein Detail, das die Geschichte stören würde. Dustin Hoffman verkörpert den liberalen Pazifisten, der jedoch eine tödliche Wut in sich trägt, die nur darauf wartet, entsprechend kanalisiert zu werden. Ist dies dann nur Scheinheiligkeit oder ist es ein heiliger Zorn, der jedem zusteht, dem die Würde geraubt wird? Das müssen die Zuschauer selbst entscheiden. Roy Scheider, also sein extrem ambivalenter Bruder, ist hervorragend und kann sich hier mal von einer richtig athletischen Seite zeigen. Marte Keller als Elsa Opel ist ebenfalls großartig und natürlich William Devane als der manipulative Spook ist ebenfalls exzellent. Doch bei Marathon Man ist oft von einem Darsteller die Rede. Die Theaterlegende Laurence Olivier in der Rolle des psychopathischen Nazi-Arztes Christian Sell ist einer der großartigsten Casting-Momente der Filmgeschichte. Es ist bekannt, dass Laurence Olivier zu diesem Zeitpunkt extrem krank war und die Ärzte ihm nur einige Monate zu leben prognostizierten. Umso erstaunlicher, dass er zum Beispiel 2 Jahre später die Hauptrolle in The Boys from Brazil spielte, in einer Rolle, die geradezu perfektes Gegenprogramm zu seiner Verkörperung des KZ-Zahnarztes Zell ist. Die sadistischen Szenen zwischen ihm und Dustin Hoffman haben sich ziemlich in das Bewusstsein einer Generation eingebrannt. Hier wird auch deutlich, wie spannend es sein kann, gegen den Strom des Typecastings Schauspieler zu wählen. Die Besetzung von Henry Fonda in »Spiel mir das Lied von Tod« kommt da schnell in den Sinn. Das hier ist eine sehr ähnliche Situation. Und Laurence Olivier, der große Shakespeare-Darsteller, geht in der Rolle des unbelehrbaren Altnazis großartig auf. Die Themen dieses Films sind durchaus verwoben, kreisen jedoch um einen gemeinsamen Kern. Gerade diese Verschränkung zwischen der McCarthy-Hexenjagd-Thematik, die Babe Levy wegen seines Vaters belastet, und das Vorhandensein eines Nazi-Netzwerks, das sich der Hilfe eines amerikanischen Geheimdienstes bedient, sprechen da eine deutliche Sprache. Das Motiv dieses Films ist Faschismus in Amerika. Schlesingers linke Tendenzen sind dabei unverhüllt und der Film mutet ein wenig an wie das ferne Echo eines Sozialismus, der in USA heute vollständig verschwunden und ausgemerzt wurde. Das Vakuum wurde gefüllt mit Identitätspolitik und heuchlerischem Geschwurbel einer pseudo-linken demokratischen Partei, die an diesem Punkt nur noch eine Vollstreckerin der Wünsche von Milliardären ist und eine unbeschönigte Kriegspartei. Es gab nach 1945 keine Zeit, in der USA nicht einen Kuschelkurs mit Nazis und Faschisten geprägt haben. Und dies findet Ausdruck in ihrer Kollaboration mit Kriegsverbrechern aller Länder. Und dies geschah im selben ausufernden Maße, in dem Deutschland seit 1945 ununterbrochen bemüht ist, diese Erkenntnis zu verdrängen, damit die hörige
masochistische Beziehung, die Deutschland zu Amerika unterhält, nicht zufällig Kratzer abkriegt oder gar Schaden erleidet. Ein faszinierender Höhepunkt des Films ist diese verstörende Szene, als Christian Zell gezwungen ist, auf eigene Faust in das jüdische Viertel in New York zu gehen, um einige seiner Diamanten schätzen zu lassen. You murderer! I know who you are! Help! Help! The man needs help here! Help! Quick! A doctor! Quick! 58th Street and Madison! Der Film ist dem Genre des Thrillers zuzuordnen, mit Tendenzen zur Action, auch wenn gerade den jüngeren Zuschauern klar sein muss, dass 1976 dies etwas anderes bedeutete als heute, wo die Begriffe Thriller und Action zumeist nur Code sind für Massaker und digitale Special-Effekte. Besondere Erwähnung verdient sicherlich auch Michael Smalls düsterer Soundtrack, der großartig dissonante und verstörende Klänge mit enigmatischen Harmonien verbindet und auf diese Weise dem Film eine besondere Treibkraft gibt. Ich beschreibe ja diesen Film als eine äußerst politische Stellungnahme, aber natürlich kann man sich diesen Film einfach nur als das ansehen, was er ist. Ein nervenaufreibender Thriller um ein Verbrechernetzwerk und einen unschuldigen Mann, der zwischen die Räder dieser Organisation gerät und schließlich um sein Leben kämpfen muss. Marathon Man ist ein großartiger Film und ein echter Meilenstein seiner Ära, doch zugleich ein Film, dessen politische und gesellschaftliche Botschaften tief in unsere Gegenwart ihr Echo werfen. Aber es ist auch ein spannendes, dichtes Drama mit einem gekonnten, cineastischen Look und einem extrem befriedigenden Casting. Eindeutig eine Filmempfehlung meinerseits und ein Film auf meiner berüchtigten Top 100 Filmliste, die ich auf meiner winzigen Jump-Page zu diesem Podcast kultiviere. Werft mal einen Blick drauf, es ist ein Entstehungsprozess. Album Review. There's music in the air. Ich bin wieder zu meinem Plattenschrank gegangen und habe eine Weile darin geschmökert, auf der Suche nach einem Album, das ich in dieser Podcast-Folge präsentieren kann. Und ich habe einen großartigen Wurf rausgenommen und möchte dieses Werk nun hier vorstellen. Es ist das Album Bubiruja von der Band Dirt Music. Dirt Music ist ein internationales Projekt, das überwiegend aus amerikanischen und australischen Musikern bestand oder besteht und eine Art Folkrock spielt mit einem Alternative- und Indie-Einschlag und sichtlich mit einer psychedelischen Note. Ich finde ihre Musik grundsätzlich gut, muss aber auch gestehen, dass sie angesichts der Lawine aus musikalischen Projekten, mit denen ich mich stets zeitgleich beschäftige, vermutlich nicht wirklich auf meinem Radar gelandet wären.
Dies jedoch änderte sich mit ihrem fünften Album, das 2018 erschien. Denn hier tat sich die Band mit einem meiner Lieblingsmusiker zusammen, mit Osman Murat Ertel, dem Frontmann der türkischen Kultband Babasula. Murat Ertel spielt die elektrische Saz. Saz ist ein traditionelles türkisches Saiteninstrument, eine Art schmale Gitarre mit zumeist vier Saiten. Die elektrisch verstärkte Variante ist bereits vor Jahren zu dem Trademark von Babasula geworden. Murat Ertels Rolle auf diesem Album hier ist auch kein Studio-Gastauftritt. Dirt Music stellt ihn in den Mittelpunkt des Geschehens und das gibt dieser Platte einen eindeutigen psychedelischen Babasula-Stempel und einen hinreißenden Anadolu-Rock-Anstrich. Der türkische Albumtitel heißt auf Deutsch übersetzt »Dies ist ein Traum«. Das Album erschien in bewegten Zeiten, als eines der größten Themen der Medienlandschaft die sogenannte Flüchtlingskrise war. Die Musiker nehmen hier eine unmissverständliche Perspektive ein. Man kann es guten Gewissens als ein Konzeptalbum bezeichnen, das die Perspektive der Flüchtlinge einnimmt, fern der Social-Media-Polemik und fern der Politisierung und der verschärften Meinungsmache. Diese Platte beschäftigt sich mit der Sichtweise der Marginalisierten und Entwurzelten. Das Line-up verspricht bereits ein musikalisches Abenteuer. Neben den festen Bandmitgliedern Chris Ekman und Hugo Reis und Murat Ertel finden sich namhafte Gastsängerinnen auf diesem Album. Die geachtete traditionelle Sängerin Brenna McCrimmon, aber auch die berühmte aus Istanbul stammende Sängerin Gaye Suakyol. Und der experimentelle Instrumentalist Görkem Şen, der eine Yaybahar spielt, ein komplexes Musikinstrument, das er selbst entwickelt hatte. Und der Babasula-Alumnus Ümit Adakale spielt die Darbuka und Tabla. Diese Musik schafft es, zwei geradezu entgegengesetzten Emotionen äußerst erfolgreich und befriedigend miteinander zu vereinen. Denn zum einen wird die Musik von einem Gefühl der Dringlichkeit und geopolitischer Aktualität beherrscht. Auf der anderen Seite besitzt die Musik aber eine außerordentliche, hypnotische Note. In diesem Sound kann man sich verlieren, als würde man plötzlich durch die schmalen Seitengassen von Istanbul schlendern. Murat Ertels knirschende und ächzende elektrische Saz verstärkt diese Atmosphäre zusätzlich. Und obwohl dieses Album eine eindeutige Message hat, kann diese großartige Musik einfach nur als das rezipiert werden, was sie ist. Ein atmosphärischer Sound, der Fernweh bedient und der dich auf eine Reise nimmt. Dies ist also eine ganz große Empfehlung von mir, eines der besten Alben, die ich in den letzten Jahren entdeckt habe. Und ein unmissverständlicher Beleg dafür, dass ich nicht nur ständig altes Zeug anpreise, das aus den 70ern stammt, sondern auch in der Gegenwart meine Favoriten finde. Erschienen ist diese LP auf dem deutschen Label Glitterbeat. Enter the Comic Zone. Let's talk about my favorite comics. Der Comic, über den ich heute mal berichten möchte, erschien vor nicht so langer Zeit. Es ist eine typische Tetralogie. In Deutschland sind alle vier Bände bei dem hervorragenden All-Verlag erschienen. Die Reihe trägt den Namen Sarah Lone und stammt von dem kreativen Duo Arnaud und Morancho. Sarah Lone ist eine historische Geschichte mit hohem Authentizitätswert. Die Story spielt sich am Ende der 50er Jahre und am Anfang der 60er Jahre im Süden der USA ab. Ersonnen wurde diese Geschichte von zwei Europäern, die vermutlich noch nie in den USA waren. Und doch atmet diese Story großartig den Zeitgeist einer vergangenen Ära. Mit all ihrer Bigotterie und all ihrer historischen und geopolitischen Ungewissheit, gepaart mit bürgerlicher Mief. Doch es ist auch die Entstehungszeit des Deep State und der kometenhafte Aufstieg des CIA, den John F. Kennedy noch in 1000 Büros zerschlagen wollte, um dessen entfesselte Macht einzudämmen. Sarah Lone ist eine abenteuerliche Geschichte um eine junge Frau, die von einer relativ unscheinbaren Stripperin in einem Nachtclub zu einer professionellen Geheimagentin des CIA wird, nur um, aber ich will nicht zu viel vorwegnehmen. Nur so viel sollte gesagt werden. Es ist ein zeitgeistiges Werk, das die USA in wundervollen Bildern porträtiert, aber auch unbeschönigt. Wir erleben den Aufstieg der Medien ganz im Geiste von Marshall McLuhan's The Medium is the Message. Wir erleben die Schatten der McCarthy-Ära, die unverzichtbare Mafia und ihre grausamen Mobster. Sarah Lone spielt sich ab in einer Welt der Schnüffler, der Geheimdienstagenten und der Verschwörer.
Und während man sich eifrig durch die vier Bände liest, berührt man allerlei Hinweise entlang des Weges. Und diese Hinweise verdichten sich und machen zunehmend deutlich, dass diese gesamte Geschichte einen fixen Kulminationspunkt am Horizont hat. Ja, ich meine natürlich den 22. November 1963, Dallas, Texas, Dealey Plaza, The Book Depository, das fünfte Stockwerk. Ihr wisst genau, was ich meine. Das ist dann auch etwas Besonderes, wenn man dort schließlich ankommt, denn hier haben wir es mit Bildern zu tun, die bekannt sind, geradezu ikonografische Motive. JFK in der Limousine, Jacqueline Kennedy, die versucht, über die Karosserie des Wagens zu dem Secret Service Mann zu klettern. David Morancho entführt uns noch einmal in diesen Augenblick hinein, der kunsthistorisch derartig in der Zeit geronnen, ja geradezu gefroren ist. Der erste Band beginnt mit einem achtseitigen Exposé, in dem Eric Arnault erzählt, wie dieses Projekt entstanden ist. Und das ist in sich eine traurige, geradezu erbärmliche Schilderung der Comics-Industrie heute, die maßlos auf den Hund gekommen ist. Das ist eine unglaubliche, ungewisse Odyssee, ein solches Projekt heute zu stemmen. Der Markt ist kaputt, die Comics-Verlage sind ausgedünnt und die Leserschaft fehlt. Ist das nicht erstaunlich in einer Zeit, in der jährlich Milliarden ausgegeben werden für irgendeinen Marvel-Vogue-Trash mit dazugehörigen Computerspielen? O tempora, o mores. Am Anfang stürzte sich David Morancho auf die Gestalt der Sarah Lone geradezu und erschuf hierzu hunderte Skizzen, Studien und Zeichnungen. Und das zahlt sich aus. Das junge, unangepasste Mädchen mit den Sommersprossen erwacht in erstaunlicher Weise von den Seiten des Comics auf zum Leben. 300 Zeichnungen später hatte Morancho dieses Gesicht und diesen Gesichtsausdruck perfekt im Griff. Dialed in nennt man das auf Englisch. Und so verwundert es nicht, dass man sich so leicht in diese Gestalt vernarren kann. Ein weiterer exotischer Punkt besteht darin, dass Morancho ein Spanier ist und Arnault ein Franzose und dass für beide Englisch nur ansatzweise als gemeinsame Sprache funktionieren konnte. Das muss also sehr interessant gewesen sein, wie die beiden sich verständigten, zumal sie noch in dem Vorwort betonen, dass sie sich bis heute nicht wirklich persönlich begegnet sind und alle Unterhaltungen via Skype stattfanden. Alles in allem, wer eine durchaus realistisch angelegte Comics-Geschichte lesen möchte, in der es dennoch um Geheimagenten, Auftragsmörder, Mafia-Gangster und auch ein wenig um Lee Harvey Oswald geht, dann bist du mit Sarah Lone hervorragend beraten. Der Zeichenstil von Morancho ist flott, aber mehr im Realistischen angesiedelt. Die Menge an visueller Recherchearbeit, die hier geleistet wurde, um die USA der späten 50er und der frühen 60er zu zeigen und authentisch zum Leben zu erwecken, ist extrem beeindruckend. Es ist diese Zeitepoche, die unentwegt als zusätzlicher Protagonist überall zum Tragen kommt. Dies ist also ein hervorragender, kurzweiliger Comics und etwas, womit man sich großartig in seinen persönlichen Eskapismus stürzen kann. Ein toller Tapetenwechsel zu einem drögen Arbeitsalltag. Aporia. Reflections from a world in decline. Sie sagen nun, dass große Herausforderungen auf uns warten. Sie sagen, es gilt bereit zu sein für eine Krise, eine Wirtschaftsrezession. Sie werden so tun, als sei dies eine Art von Umweltkatastrophe, die wir gemeinsam durchstehen müssen. Die Preise, die nach oben gehen. Vor unseren Augen werden Unternehmen kollabieren, Existenzen zerstört werden. Und sogar dann, wenn wir all das erdulden werden, ohne aufzumucken, werden diejenigen, welche die Nutznießer unserer Schmerzen sind, behaupten, wir hätten nicht genug getan, wir hätten nicht genug Bereitschaft zum Leiden gezeigt und uns nicht genug Mühe gegeben und seien deshalb an allem schuld. Doch es ist auch wichtig zu verstehen, dass man sich inmitten des größten Taschenspielertricks in der modernen Geschichte befindet. Inmitten eines großen Trickbetrugs, eines Long Con, dessen Anfänge um das Jahr 1980 liegen. Und weil der Schmerz, den du empfinden magst, zu keinem Zeitpunkt ein Schmerz war, der in dir selbst entstanden ist, sondern ein Schmerz ist, der von Anfang an von außen in dich hineingetragen wurde, besteht stets die Gefahr, dass du erwachst und feststellst, dass man dir unentwegt ein Gift einflößt und du dich in Wirklichkeit inmitten einer künstlich geschaffenen Situation befindest
unter der erklärten Prämisse, dies sei ein kollektives Schicksal und es gibt nichts, das du dagegen tun kannst, außer es zu erdulden, eben für die gute Sache. Es ist der Albtraum, den zu träumen man dich zwingt, und du darfst unter keinen Umständen aus diesem Traum erwachen. Und solltest du Anstalten machen, aufzuwachen und dich benommen, umzusehen, dich zu orientieren, wird man schleunigst den Tropf weiter aufdrehen, der das Gift in dein Blut transportiert. Und falls du es dennoch schaffst, aufzuwachen, die Nadel deinem Unterarm zu entreißen und den nackten Fuß zurück auf den kalten Boden der Tatsachen zu stellen, werden sie dich anschreien und sie werden dabei Lärm machen und dich anherrschen. Sie werden sich die Lungen aus der Brust schreien, stets bemüht, den Eindruck zu erwecken, als könnten alle anderen deine Schmach, deine Schande und dein Versagen hören. Sie werden dich anschreien und dir sagen, falls du es wagst, auch den anderen nackten Fuß auf den kalten Boden zu stellen, falls du es wagst, aufzustehen, bist du nicht mehr Teil unserer Familie, bist du nicht mehr Teil unserer Gruppe. Und sie haben Wörter für dich bereit, Beschimpfungen und Verschmähungen. Und sie wissen genau, wo in deiner Welt und in deinem Umfeld die empfindlichsten Nerven liegen, die offenen Wunden, die nie zu verheilen scheinen. In diesen Wunden werden sie fortan herumstochern. Dort werden sie dich angreifen. Gewahr dessen, dass du dich unter diesem Druck freiwillig wieder auf das Krankenbett begibst, dir die Kanüle einführen lässt und weiterhin das Schlafgift empfängst, das dich in einen scheinbar endlosen Albtraum versetzt. Freiwillig. Denn sie würden dich als Pädophil, als einen Kinderschänder bezeichnen, wenn sie die Gewissheit hätten, dass du allein stehst. Sie würden dich als eine hysterische Frau mit Psychosen bezeichnen, mit Bedarf nach Psychopharmaka, wenn sie die Gewissheit hätten, dass du allein stehst. Doch da du noch nicht alleine stehst, sondern in einer Gruppe aus 10 Leuten, aus 100 Leuten, aus 1000 Leuten, können sie das nicht über dich sagen, weil es ein absurdes Bild ergeben würde, das nicht einmal die Hypnotisierten selbst glauben würden. Ihr könnt nicht alle Vergewaltiger und ihr könnt nicht alle hysterisch sein. Aber sie haben versucht, Julian Assange als einen Vergewaltiger darzustellen. Vergiss das nie. Doch sie werden dich als einen Nazi bezeichnen, während sie dein Geld und das Vermögen, das deine Eltern und deine Großeltern akkumuliert haben, systematisch an die echten Nazis verschieben. Dafür ist der Traum da, die Massenhypnose, das Gift in deinen Venen. Du sollst für keinen Augenblick erkennen können, unter welcher Nussschale sich die Kugel befindet, während die Taschenspieler deinen Blick lenken und dir ganz genau sagen und erklären, wohin du schauen sollst. Und sie wissen, wie stark die Versuchung sein wird, sich einzugliedern und es geschehen zu lassen, nur um nicht mit irgendeinem Schandmakel belegt zu werden. Doch Bertolt Brecht soll einmal gesagt haben, wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein Dummkopf, aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt, der ist ein Verbrecher. Und sie haben absolut keine Mühen damit, dich wie einen Dummkopf zu behandeln. Das ist gegeben. Es ist das ordnende Prinzip ihrer gesamten Politik. Es ist ihre Prämisse, auf der die gesamte Ideologie fußt. Du bist ein Dummkopf, dein wichtigstes Interesse ist, dass das Flugzeug, das dich in den Urlaub bringt, keine Verspätung hat und dass du die nächste Staffel irgendeines amerikanischen Geistesmülls nicht verpasst, dass du am Montag wieder in der Arbeit erscheinst und dass du dich nicht in Dinge einmischst, die dein viel zu schwaches Gehirn überfordern. Und sie werden dir das nicht ins Gesicht sagen, du seist ein Dummkopf. So plump sind nicht einmal deine Medienpäpste. Außerdem brauchen sie in 2 Jahren wieder deine Wahlstimme an der Urne. Da gilt dann wieder der populäre und gänzlich falsche Slogan, die Wähler sind intelligent. Aber sie werden dich wie ein Kind behandeln. Und sie werden es tun, weil du sie gewähren lässt. Und warum lässt du sie gewähren? Entweder weil du wirklich ein Dummkopf bist. Oder weil du panische Angst hast, dass sie dich mit Beschimpfungen in die Reihen der übelsten Gesellen abschieben werden, die unsere Gesellschaft in regelmäßigen Abständen aus ihrem dunklen Unterbauch herauspupst. Die Nazis, die Querdenker, die Wirrköpfe, welche die Staatsordnung nicht anerkennen oder das Grundgesetz. Wenn das Gemeinwesen, aufgestachelt von Medien und Politikern in einer sichtlich ungesunden Seilschaft, dich als böse deklariert, wird dein Arbeitgeber mitziehen und dich feuern. Und dann bist du nicht nur böse, sondern auch noch arbeitslos. Und sie alle wissen, die Journalisten, die TV-Moderatoren und die Politiker, sie alle wissen, dass das hier deine größte Angst ist. Du willst deine Miete bezahlen können und unter keinen Umständen mit diesem Pöbel auf eine Ebene gestellt werden. Es ist dieses Gefühl, als würde man sich mit Lepra anstecken. Doch genau das macht dich erpressbar.
Das Schandmal macht dich erpressbar. Und im Brechtschen Sinne senkst du eben den Kopf und ordnest dich ein, gewahr dessen, dass du dich nicht mehr für einen Dummkopf ausgeben kannst. Du bist im Sinne Brechts bereits dieser Verbrecher geworden, der Mitläufer. Sollen besser die anderen eins auf die Fresse kriegen. Doch dafür sind deine politischen Eltern sehr zufrieden mit dir, weil du bereit bist, mit der Lüge zu leben, während deine Kornkammern geplündert werden. Und dieser Punkt ist wichtig. In der Mechanik der vorhandenen Umstände gibt es keine logisch nachvollziehbare Argumentation, die man gegen dich ins Feld führen kann. Sie haben keine Argumente für ihr Dogma, weil es dort keine Argumente gibt. Kriegstreiberei ist niemals argumentativ belegbar. Sie existiert nur als Konsequenz darunterliegender, zumeist korrupter Motivationen. Die Kriegstreiberei kann nur mit Hilfe von horrenden Lügen und Wirklichkeitsverfälschungen gelingen. Mit einer aufrichtigen Darstellung des Krieges und der zum Krieg führenden Umstände kann Kriegstreiberei niemals gelingen. Sie wird sofort absurd und widersprüchlich. Alle modernen Kriege sind Kriege der Narrative und Kriege der Ressourcen und der Finanzgier. Auf einer rationalen Ebene sind sie nicht vertretbar. Deine Weigerung, an der Massenhypnose teilzunehmen, kann argumentativ und logisch nicht widerlegt werden. Sie haben keine Argumente gegen dich. Du hast eine Armee aus Philosophen, Publizisten, Analysten und Denkern im Rücken, die sich mit genau diesem Problem beschäftigt haben. Die Geschichte ist auf deiner Seite. Und die Geschichte wird jene Leute, die dir heute das Gift einflößen, eines Tages als gewissenlose Narren einstufen. Sie haben nichts gegen dich in der Hand. Und somit liegt die letzte Drohgebärde, die sie gegen dich vorbringen können, in der erpresserischen Behauptung, du bist ein Nazi, ein Querdenker, ein Antisemit, einer von den Spinnern. Und sie wissen ganz genau, wie sehr das ausgerechnet in diesem Land schmerzen kann, gemessen daran, dass die nächste Stufe darin besteht, dich arbeitslos zu machen und an den Rand der Gesellschaft abzudrängen. Und vom ersten zum letzten Schritt werden sie sagen können, dass es ausschließlich deine Schuld war. Und vergiss nie, dass sie Jeremy Corbyn auf diese Weise ruiniert haben. Ein Mann, der zu keinem Zeitpunkt seines gesamten Lebens jemals ein Antisemit war. Doch wenn Schmierfinke, Grifter und mediale Trickbetrüger dies nur oft genug in korrupte Plattformen wie Twitter einpflanzen und zugleich mit den sogenannten Qualitätsmedien unter einer Decke stecken, gibt es kein Entkommen. Das Narrativ wird gebildet, die Realität wird geschaffen. Und das ist die handelsübliche Strategie, die Keule. Du willst, dass der Schmerz aufhört? Hier ist das Krankenbett, hier ist der Tropf, hier ist das Nervengift. Es ist ein einfacher Deal. Gliedere dich ein und lasse uns gewähren. Wir wollen nur deine materiellen Güter. Mehr wollen wir mit dir gar nichts zu tun haben. Das hier ist ein Straßenraub, Dummkopf. Somit hängt die Rettung dieser Welt vom Stehvermögen der Standhaften. Die Rettung dieser Welt hängt von der Bereitschaft ab, das nackte Gesicht in den kalten Regensturm zu halten und all das zu ertragen. Denn sie haben sonst nichts in der Hand gegen dich, nur Lügen. Sie sind professionelle Lügner. Sie sind die Steigbügelhalter ihrer eigenen Herren, die jetzt schon in der Übersee die Geldbündel zählen. Die Anzahl der Milliardäre geht noch immer nach oben. Wie kann das nur sein? Wie kann das sein, dass in der größten Krise der Gegenwart die Anzahl der Milliardäre noch immer steigt? Aber es gibt ein Geheimnis, das in Wirklichkeit für dich arbeitet. Kennst du es denn nicht? Die politische Klasse und die Medien sind verwöhnt. Die politische Klasse hat die letzten 30 Jahre kaum einen Widerstand gekannt. 1000 Leute vor dem Reichstag versetzen sie bereits in einen Panikmodus. Das Aussetzen nur eines einzigen Gewerkes bei einem Streik versetzt sie in Ohnmacht. Sie erwarten von dir, dass deine Reichweite höchstens bis zur Fernbedienung geht. Sie erwarten von dir, dass deine Stimme sich auf Facebook und Twitter beschränkt. Und dort können sie dich dann mit allem möglichen Bann belegen und dir dabei in die Augen sehen und sagen, das ist aber nicht Zensur, das ist nur das Hausrecht eines privaten Betriebs und das Ergebnis unserer treuen Fact-Checker. Und glaubt mir, was die Staatsmedien heute als Fact-Checker oder Faktenchecker bezeichnen, läuft bei mir zu weiten Teil unter kriminelle Organisation. Bellingcat ist keine wirklichkeitsnahe Quelle an Informationen. Es ist eine Propagandaschmiede, deren einzige Funktion darin besteht, korrekte Journalisten mit Fäkalien zu bewerfen und in der Öffentlichkeit Rufmord an ihnen zu begehen. Und erneut, jeder weiß das.
Und sie alle haben panische Angst davor, dass du imstande sein könntest, die Twitter-App zu deinstallieren und das Handy wegzulegen. Sie haben panische Angst davor, dass du imstande wärst, dich dem Sturm zuzuwenden und zu sagen, ihr könnt mir an den Kopf werfen, was ihr wollt. Ihr könnt mir nichts mehr anhaben. Denn wenn diese zwei Sachen zusammenkommen, beginnt das Gartenhaus der Lüge sofort in sich zusammenzubrechen. Denn sie haben nichts anderes in der Hand. Sie sind Trauergestalten ohne Plan, ferngelenkte Puppen auf Fäden. Und ich verstehe das Gegenargument. Telegram, Substack, all diese anderen Plattformen, wo du dann aufschlagen könntest, stehen ständig unter dem Vorwurf, sie seien ein Freihafen für Querdenker und Neonazis. Sie seien Horte der Propaganda. Und das ist nicht unbedingt falsch. Doch es erschließt sich mir nicht, woher die Einflüsterer hier ihre moralische Oberhoheit hernehmen. Denn die Redaktion von Der Spiegel, Taz, der gesamten Springerpresse, FAZ und Tagesschau sind genauso Horte der Propaganda. Und erneut, jeder weiß das. Dieses Argument ist somit auf Sand gebaut. Das ukrainische Nazi-Bataillon Azov hat eine eigene Facebook-Seite, die von der Facebook-Leitung als unbedenklich eingestuft wurde. Es sind eben die Vertreter der vierten Gewalt, die heute auf die Opfer des Nationalsozialismus spucken, weil sie die entsprechende Terminologie für ihre Duckmäuser-Taktik missbrauchen. Und all das nur, weil sie in panischer Angst leben, ihre überteuerte Wohnung in Berlin zu verlieren. Und so tragen sie es auf deinem Rücken aus, erfüllt mit der Sorge, dass du ihren Bluff aufrufst und ihre Lüge beim Namen nennst. Deine Standhaftigkeit ist ihre größte Angst. Ich bin sicher, es wird ein Augenblick kommen, da werden sie bereit sein, dir bis an dein Lebensende einen Netflix-Account zu bezahlen, solange du nur deinen Mund hältst. Hauptsache, du nimmst nicht das eine Wort in den Mund, das du niemals, niemals, niemals aussprechen kannst. Das Schlüsselwort, das die Pforten der Veränderung so weit aufstößt, dass Veränderung unausweichlich wird. Das verbotene Wort lautet Streik und kein Wort flößt ihnen so viel Angst ein. Warum wohl? Nun ja, auch wegen dem Lahmlegen von Infrastruktur, was des Politikers Horror ist. Doch es geht tiefer als das. Ein Streik hat die Eigenschaft, sinnstiftend für Menschen zu sein, die vielleicht sonst gänzlich andere ideologische Lager vertreten. Und so werden sie lieber Millionen in Medienkampagnen stecken und sich in widersprechenden politischen Botschaften verwickeln, in der demagogischen Absicht bis zum letzten Augenblick zu verhindern, dass Menschen unterschiedlicher Ansichten sich unter einer gemeinsamen Idee vereinen. Und diese gemeinsame Idee hat einen Namen. Es ist die bedingungslose Ablehnung des Neoliberalismus. Der wahre Begriff hinter dem epochalen Versagen der Europäischen Union und dem Niedergang unserer Zivilisation. Streitet euch lieber auf Twitter und genießt die Freiheit, die wir euch mit unseren Waffen sichern. An diesem Punkt der Geschichte können wir nur einen von drei Zuständen einnehmen. Wir können Narren sein, Duckmäuser oder Streikende. Ich frage mich, was es wohl sein wird. Aber ich weiß, dass solange zwei Menschen sich nach 3 Minuten wieder zerstreiten, weil 2% ihrer Ansichten nicht übereinstimmen, werden wir auf eine dystopische Apokalypse zudriften. Und genau das tun wir jetzt. We are in the endgame now. Words is Tessera. The look through the kaleidoscope. Zum Abschluss dieser Worte möchte ich ein Gedicht zitieren. Es sind die Verse des großen Titanen der deutschen Kultur und dem großen Doyen der Aufklärung, Johann Wolfgang Goethe. Sein Prometheus ist die Lyrik des Aufbegehrens, die Poesie der Empörung. Es ist freilich ein Gedicht, dessen Wesen individualistisch ist, fern einer Protestversammlung. Doch das ist an dieser Stelle kein Widerspruch. Auch der Weg zur Demonstration, zur Revolte und zur Empörung folgt idealerweise einem inneren Wachstum. Die Reifung als Mensch erfolgt stets in Einsamkeit, denn in solchen Augenblicken können wir nicht anders als die Helden unserer eigenen Geschichte sein. Ob wir triumphieren oder scheitern, wir sind Prometheus. Doch was danach kommt, das ist die große Frage. Bedecke deinen Himmel, Zeus, mit Wolkendunst, und übe Knaben gleich der Disteln köpft, an Eichen dich und Bergeshöhen. Musst mir meine Erde doch lassen stehen, und meine Hütte, die du nicht gebaut,
und meinen Herd, um dessen Glut du mich beneidest. Ich kenne nichts Ärmeres unter der Sonne als euch Götter. Ihr nähret kümmerlich von Opfersteuern und Gebetshauch eure Majestät und darbtet, während nicht Kinder und Bettler hoffnungsvolle Toren. Da ich ein Kind war, nicht wusst, wo aus, wo ein, kehrt mein verirrtes Aug zur Sonne, als wenn drüben wär ein Ohr zu hören meine Klage, ein Herz wie meins, sich des Bedrängten zu erbarmen. Wer half mir wieder der Titanenübermut? Wer rettete vom Tode mich, von Sklaverei? Hast du's nicht alles selbst vollendet, heilig glühend Herz, und glüht es jung und gut betrogen, Rettungsdank dem Schlafenden da droben? Ich dich ehren, wofür? Hast du die Schmerzen gelindert, jedes Beladenen hast du die Tränen gestillet, jedes Geängsteten? Hat nicht mich zum Manne geschmiedet die allmächtige Zeit und das ewige Schicksal, meine Herren und deine? Wähntest du etwa, ich soll das Leben hassen, in Wüsten fliehen, weil nicht alle Knaben morgen Blütenträume reiften? Hier sitz ich, forme Menschen nach meinem Bilde, ein Geschlecht, das mir gleich sei, zu leiden, weinen, genießen und zu freuen sich, und dein nicht zu achten, wie ich. The thief in the temple. Escapism in the pre-apocalyptic era.